So. Jetzt haben wir auch eine Straße da hoch, auch wenn das direkt durch unser Wildgebiet führt. Aber ja, es kommt zum Glück Geld an. Also wenigstens etwas Geld kommt. Ich sehe noch einen Wagen. Ach, das ist unsere Eisenlieferung. Gut. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, Wolle brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben mehr als genug Wolle. Und ehrlich gesagt, meine Milch, die würde ich gern behalten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sofort! So, meine Bannermacher produzieren auch Geld. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, da kommen Edelsteine, die den Reichtum erhöhen. Sofort! Ihr wagt es! Ihr stört meine feierliche Vorbereitung. Nun denn, dann werde ich den Untergang des Alten Reiches eben beschleunigen. Ihr dürft persönlich der Opferung Sarayas, Hiduns letzter Hoffnung, beiwohnen. Genießt jeden Moment dieses sterbenden Zeitalters. Mhm. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Habt Dank für eure Hilfe. Nandur und Panay haben bereits Zeugnis für euch abgelegt. Saraya ist hier. Aber haltet euch für den Moment fern, denn Kana lässt unser Tor bewachen. Schickt Edelsteine und ich werde die Wachen bestechen. Beeilt euch. Kana wird Saraya schon bald abholen lassen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Sofort! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay, unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe die Edelsteine im Hafen. Ein Karren wurde ausgesandt. Oder ich hoffe, dass... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich hoffe, dass nächsten Monat zwei Lieferungen Edelsteine hier eintreffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, Edelsteine hier und Edelsteine da. Wie viele habe ich noch? Null. Zum Glück hört der Timer auf, sobald ich sie losgeschickt habe. Aber wenn ich Glück habe, treffen sie sich fast sogar an der Stelle und ich kann sie gleich losschicken.
Das ist ein böser Angriff. Den wir aber ziemlich gut zurückschlagen. Edelsteine, Edelsteine kommen. Gut. Auf euren Befehl! Angriff! Verstanden! Schon unterwegs! Alles klar! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, jetzt brauche ich noch den zweiten Karren. Ein Karren wurde ausgesandt. Und wir haben gerade so genug Güter. Seid auf der Hut! Schon unterwegs! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Halb so wild. So, jetzt kann ich dich wieder auf Eisen umstellen. Oh, da haben wir wirklich viel aus dem Steinbruch dieses Mal rausholen können. Das ist gut. Und ja, Saraya wird wahrscheinlich in dem... Alles klar. Gefängnisturm da festgehalten. Da kommen noch Soldaten, da kommen die Edelsteine. Marcus kommt auch. Alles klar. So, wie viel Platz habe ich noch? Für einen hätte ich noch Platz. Auf euren Befehl! Sofort! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl! Ihr könnt diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Das ist auch die einzige Siedlung, die keinen Platz für den Handelsposten hat, sehe ich gerade. Oh, die haben auch nichts, was sie uns verkaufen könnten. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ihr habt schnell und weise gehandelt. Die Wachen sind fort und die Luft ist rein. Beeilt euch nun. Denn Kana wird bald hier sein. Ihr solltet zur Sicherheit Truppen herbeordern. Verstanden! Saraya ist in dem Gefängnisturm südlich des Tempels von Tarunga. Kana ist bereits auf dem Weg. Unser Brunnen ist versiegt. Ah, das ist gerade egal. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Saraya, rasch! Wir müssen hier weg! Wir müssen Saraya um jeden Preis beschützen. Sie wird erst in Sicherheit sein, wenn sie sich hinter den Mauern von Lonpai befindet. Habt ihr euch schon wieder eingemischt? Wachen! Verfolgt sie! Und tötet die Gefangene! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Sofort!
kämpft. Vorwärts! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ah, da ist Saraya gerade. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Vorwärts! Sofort! Ihr auch Angriff. Nicht aufgeben! Haltet sie so gut wie möglich zurück. Oh, wir haben sie eigentlich schon gut wie besiegt sogar. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Alles klar. So, mal wieder unseren Brunnen auffüllen. Alles klar. Auf euren Befehl. So, Saraya schafft's. Gut. Mein treuer Gefährte, ich danke euch von ganzem Herzen. Doch Angst und Sorge um meinen Vater trüben die Freude über meine eigene Rettung. Kana kontrolliert ihn wie eine Marionette. Sie hat ihn vor einigen Tagen nach Kapaztal entsandt, um dort ein neues Heer aufzustellen. Wir müssen ihn retten. Aber wie? Prinzessin Saraya, darauf wissen wir keine Antwort. Aber noch ist Tela nicht verloren. In den fernen Bergen von Idokun schlummert ein längst in Vergessenheit geratener Schatz. Das Erbe des großen Jahren. Findet ihn. Und Tela hat wieder eine Chance gegen den bevorstehenden Angriff. Hidun hat wieder eine Hoffnung. Euch, Saraya. Doch nachdem die Prophezeiung verloren ging und wir nicht wissen, was eurem Vater widerfahren ist, müssen wir uns auf die Verteidigung Telas konzentrieren. Wir sollten dem Rat Namavilis folgen. Die Rettung eures Vaters muss leider warten. Ja. Keine Ahnung, wie wir die Prophezeiung jetzt verloren haben. Wahrscheinlich in dem ganzen Tumult. Vegetarierwertung 22%. So. Idokun. Man merke, wir sind in einem anderen Gebiet dieses Mal. Mal raus aus dem tropischen Dschungel. Euer Majestät, wir werden eine Expedition in die fernen Berge von Idokun führen, um das Erbe des großen Dario aufzuspüren. Mit diesem Gold kann Telas Befestigung rasch wieder errichtet werden. Idokun ist eine unwirkliche Gegend, ein Gebirgszug nördlich Iduns, den lange Winter fest im Griff halten. Nur wenige Siedler wagten sich je dorthin und selten kehrte jemand von dort zurück. In grauer Vorzeit gründete Dario ein Königreich jenseits eines abgelegenen Gebirgspasses. Von mächtigen Mauern und steilen Hängen umgeben, ist seine Festung der Hort des Schatzes, den Dario auf seinen Expeditionen zusammentrug, nur schwer zu erreichen. Namavili, unser Helfer aus Al-Mirabad, hörte die Geschichte Darios einst von einem Eremiten im Kloster Hurundi. Da der Mönch um die Existenz des Schatzes weiß, sollten wir das Kloster aufsuchen.